Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lobentro-Video und damit herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Weihnachten, wie es früher war. Ich habe euch gebeten, schickt mir eure Weihnachtsfotos zu und das habt ihr reichlich getan. Und heute am zweiten Advent geht es um den Weihnachtsbaum. Es gibt einen schönen Spruch, damals war mehr Lametta und ich glaube, damals war es wirklich so, dass man gesagt hat, man muss den Weihnachtsbaum prall schmücken, denn wir können uns wieder leisten, ihn hinzustellen, ihn zu schmücken, ihn reichlich mit Echtkerzen zu versehen. Das war auch noch etwas. Man hat damals echte Kerzen da reingemacht. Das ist heute undenkbar. Genau dieses Pralle, dieses wir können uns was leisten und dieses Symbol des Aufstiegs nach der Kriegszeit, genau das kommt aus euren Fotos quasi heraus. Holen wir uns ein Stückchen Weihnachtsfeeling und Weihnachtsstimmung dahin, wo ihr gerade die Videos schaut. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Not only green when summer's here, but also Christmas tree, oh Christmas tree, thy leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, such pleasure do you bring me. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, such pleasure do you bring me. Ist das nicht herrlich, wie diese alten Fotos uns Stimmung rüber transportieren? Ich hoffe, es kommt bei euch genauso an wie bei mir und ich hoffe, ihr habt Spaß an dieser Reihe. Das war das Video zum zweiten Advent. Macht euch bitte einen sehr, sehr schönen zweiten Advent. Genießt ein bisschen, gönnt euch ein bisschen Weihnachtsstimmung. In dieser turbulenten Zeit ist es wichtig, dass man mal zur Ruhe kommt und dass man mal eine Kerze anzündet. Es hilft ein bisschen, auch wenn man nicht so der Weihnachtsfreak ist. Es geht darum, zur Ruhe zu kommen. An alle, die mir die Fotos zugeschickt haben, herzlichen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, schönen zweiten Adventssonntag. Ciao!